Vatikan. Wir treffen uns erst 11.30 Uhr. Sie können ein bisschen schlafen. Jahrzehnte älter als Rom, und zwar verbrieft. Ne? Es sind Keilschriftdokumente gefunden worden in der Nähe. Aber in das Museum gehen wir morgen. Ich wollte mal fragen, wie ist das? Wie ist das mit dem individuellen Reisen in Armenien? Also wenn man als Individualreisender kommt, hierher anreist, kann man Mietwagen mieten? Ja, alles ist möglich in Armenien, gar kein Problem. Könnte man mit seinem Wohnmobil kommen? Ja, das auch. Ja, das auch. Ja, weiß ich nicht, ob wir jetzt unterwegs mal treffen, aber sonst ist das möglich. Das ist gar kein Problem. Wir sehen häufig auf diesen paar Straßen Wohnmobile. Ja. Aus Frankreich, aus Holland und aus Deutschland. So. Und die fahren dann weiter in den Iran? Die meisten machen ein bisschen eine längere Strecke, ein paar Länder. Fahrräder auch, so, Fahrradfahrer auch. Wir treffen die auch auf den paar Straßen und die machen auch. In der Regel sind die ein paar Monate schon unterwegs und die haben noch Vorsicht. Aber Automieten, das ist auch gar kein Problem. So, es gibt dann diese zwei große Firmen in Armenien, Sixt und Herz. Sixt und Herz, ja. Was bekannt ist. Unbekannt gibt es noch mehr, aber was allgemein in Europa bekannt ist, Sixt und Herz, das gibt es bei uns. Ja. Aha, okay, ja, ist interessant. Aber ein Problem ist die Beschilderung, das ist ein bisschen wenig. Ja, das werden Sie auch mal sehen. Das haben wir schon in gesehen. In der Stadt, es geht noch, aber auf dem Lande, manchmal stehst du vor der wichtigen Kreuzung und dann... Thank you.
zwischen dieser Ararat-Ebene und der Provinz namens Ararat. Nach dieser Besichtigung fahren wir weiter nach Süden, noch ein bisschen so entlang der armenisch-türkischen Grenze. Da kommen wir zu einer Kreuzung, dass wir drei oder vier Länderkreuzung nehmen. Das ist wirklich so ein Dreieck, von einer Seite Türkei, von der anderen Seite die Exklave nach Hitschewan, das heißt Aserbaidschan, im Hintergrund die iranische Gebirgskette. Also, und dann fahren wir ein Stück entlang der armenisch-aserbaidschanischen Grenze, also diese Exklave nach Hitschewan. Und unser Ziel ist dann Süden des Landes. Im Süden haben wir die Besichtigung nur in der Provinz Bayot-Zo. Das ist die südliche Provinz. Wir haben so eine Passstraße. Der Pass ist jetzt am Kloster Korvirat. Das wussten wir heute Morgen schon, dass wir hier sein werden. Was wir aber nicht wussten ist, dass es unmittelbar an der Grenze zur Türkei das Symbol, das christliche Kreuz, deutlich in Richtung Türkei errichtet. Aber keine Sorge, die Türken haben natürlich in ihren Ortschaften auf der anderen Seite auch ihre Minarette. Ich weiß nicht, ob man das erkennen kann, aber die türkische Grenze verläuft etwas weiter hinten. Hier gibt es eine Vorgrenze von Seiten der Armenier, aber auch gleichzeitig russische Truppen. Es gibt einen Vertrag zwischen Armenien und Russland, dass die Grenzsicherung auch von Russen gemacht wird. Da hinten sehen wir jetzt schon ziemlich präsent und deutlich den Ararat, aber der ist nun halt auf türkischer Seite. Und wenn ich weiter schwenke, dann kommt das Kloster Korvirat. Thank you.
Mahlgebäude geklärt. Das ist also ein Hotel, das Marion.